Zwei Serien sind noch ausstehend bei den 100 Metern der Frauen. Und wir sehen hier groß von der LV Wettingen-Baden Eileen Scherer. Und dann auf der Bahn 2 müsste Nina Wicki stehen, aber die bleibt frei, soviel ich das, sehe. Doch, da ist Nina Wicki mit der Startnummer 477. Vanessa Sutter, dann auf Bahn 3 vom LC Zürich, Lisa Hanhardt, LC Frauenfeld haben wir groß im Bild gesehen, Saskia Rohrbasser, Star Genève auf Bahn 5 und dann auf der Außenbahn ist es Zoe Böhlen von Stade Lausanne Athletism, die hier groß auf der sechsten Bahn ins Rennen gehen wird. 13.11, die schnellste Zeit in dieser Serie. Lisa Hanhardt vom LC Frauenfeld ist diese gelaufen. Sie startet auf der Bahn 4. Mal gespannt, ob es auch in dieser Serie wieder persönliche Bestleistungen gibt. Einige konnten von den guten Verhältnissen hier schon profitieren. Start wird abgebrochen und dann noch einmal die Bahnverteilung. Scherer auf Bahn 1, Wicki Bahn 2, Sutter Bahn 3, Hanhardt Bahn 4, Rohrbasser Bahn 5 und Böhlen Bahn 6. Wir haben gesehen, in den früheren Serien ist immer so ein bisschen eine Lotterie. Da gibt es Damen, die steigern sich enorm von letzten Jahr auf dieses Jahr. Vor allem junge Athletinnen, die da Fortschritte machen. Und der zweite Versuch, der hat geklappt. Es ist die Bahn 4, Lisa Hanhardt. Und auch auf Bahn 1, Eileen Scherer, die da das Rennen für sich entscheiden können. Und 12.88 für Lisa Hanhardt, da steigert sie sich auch enorm. 12.88, das ist die inoffizielle Siegerzeit. Irgendwie scheint sie nicht so happy zu sein, oder doch? Doch, jetzt kommt das Lachen. 12.88 die inoffizielle Zeit, 12.87 die korrigierte Zeit und Eileen Scherer auf Platz 2, 13.12. Dann Saskia Rohrbasser, 13.59, auch das persönliche Bestleistung für sie. Dasselbe gilt für Nina Wicki, 13.64. Sie steigert sich da auch um 34 Hundertstelsekunden. Vanessa Sutter vom LC Zürich, 13.89. Und dann Zoe Böhlenstadt, Lausanne Athletism. Sie läuft 14.05.